So, willkommen zurück zur nächsten Demo-Session. Jetzt erzählt uns Matthias Gröbe ein bisschen was über die Generalisierung, die er mit Postgres und PostGIS gemacht hat. Hat da so ein paar Ideen umgesetzt, ein paar Sachen ausprobiert. Matthias ist Mitarbeiter an der TU Dresden im Kartografischen Institut da und auch bei der Deutschen Gesellschaft für Kartografie aktiv und hat eine ganze Menge Erfahrung mit diesen Sachen und wird uns da ein bisschen was drüber erzählen. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu meiner Demo-Session Ideen zur kartografischen Generalisierung mit PostgreSQL und PostGIS. Ich dachte, ich stelle mal ganz kurz ein paar Folien voran, ehe ich dann praktisch anfange, um ein bisschen zu erklären, was ich machen möchte. Nicht wundern, wenn ich dann später nicht mehr zu sehen bin. Ich dachte mir am Anfang, bei den Folien passt das noch am besten, bevor ich dann das Bild mir selber später versperre. Ja, habe mir überlegt, ich nehme jetzt einfach zwei Beispiele raus, wo ich gerne mal zeigen möchte, was man mit Generalisierung machen kann, was jetzt möglich ist mit PostGIS. Und die sind jetzt größtenteils identisch mit dem, was ich Studenten zeige, auch in der Übung zur Generalisierung bei mir in der Lehrveranstaltung. Ich habe mich entschieden, am Beispiel von Dresden jetzt ein bisschen was zur Gebäudegeneralisierung zu zeigen. Was möchte ich also machen, wenn ich Gebäude generalisiere? Nun, das ganz klassische Prinzip ist, dass man Gebäude auswählt. Ich habe mir überlegt, naja, jetzt für den Maßstab 1 zu 50.000 kann ich mir überlegen, 300 Quadratmeter ist so Mindestfläche für ein Gebäude, damit es wirklich groß genug ist, dass man es gut erkennt. Diese großen Gebäude will ich einfach nur vereinfachen. Potenziell wichtige Gebäude will ich auch noch dadurch identifizieren, dass sie eine Hausnummer haben. Also entweder sie sind groß genug oder sie haben eine Hausnummer. Des Weiteren möchte ich sehr einsam stehende Gebäude auch in der Karte haben, wenn die zum Beispiel weit ab von dem nächsten Gebäude sind. Und wenn die Gebäude halt zu klein sind, also ja, dann möchte ich sie typisiert darstellen. Sie sollen zumindest aber eine gewisse Größe haben, um jetzt auch sagen zu können, sie sind wichtig. Ja, also diese Gebäude halt, diese typisierten sind trotzdem wichtig, auch wenn sie eigentlich zu klein sind für die Siedlungsstruktur, dass man halt wie hier unten im Beispiel ganz gut die Straßen wiedererkennen kann, die Straßenzüge allein einfach nur sich ausrichten der Gebäude. Diese Wohnhäuser sind oftmals kleiner als die Minimaldimension von 300 Quadratmeter, also das passt einfach nicht für ein Einfamilienhaus. Und wie macht man das? Man nimmt einfach ein abstraktes Quadrat, rotiert das halt, wie das Gebäude da ist und hält damit die Minimaldimension ein mit dem Quadrat und durch die Rotation erhält man noch die Struktur. Man kann sich jetzt überlegen, wie man diese Rotation bestimmt, entweder die Längsachse des Gebäudes oder man richtet sich jetzt nach der nächsten Straße. Also, ganz kurz nochmal zusammengefasst, ich möchte jetzt Gebäude generalisieren. Was mache ich mit zu kleinen Gebäuden? Zu kleine Gebäude lasse ich erstmal weg. Zu kleine, aber alleinstehende Gebäude will ich darstellen, typisiert durch das abstrakte Quadrat. Zu kleine Gebäude mit einer Hausnummer will ich auch typisieren. Hinreichend große Gebäude jetzt, wo ich sage, okay, die sind jetzt zu klein für eine Absolutdarstellung, aber immer noch groß genug, die möchte ich typisieren. Und große Gebäude, also die jetzt groß genug sind, größer als 300 Quadratmeter, jetzt für den Maßstab 1 zu 50.000, will ich einfach nur vereinfachen in ihrer Form und so darstellen, wie sie sind. Wenn ich sage vereinfachen, dann denkt man jetzt an Douglas Peuker oder Viswanathan Wyatt als Vereinfachungsalgorithmen. Und wenn man die jetzt auf so typische Gebäudeformen anwendet, dann sind die Ergebnisse nicht ganz so zufriedenstellend. Ich habe hier mal drei Gebäude rausgesucht und habe das mal ausprobiert, sie so dezent zu vereinfachen. Man sieht, naja, es geht so mittelmäßig. Geht das nicht auch besser? Ja, das geht auch besser. Denn Gebäude sollen ja eigentlich rechtwinklig bleiben. Die kleinen Einsprünge sollen verschwinden und kleine Einbuchtungen sollen auch weggelassen sein. Ja, wie macht man das vielleicht? Naja, sicher gibt es dafür einen Algorithmus. Und durch Zufall bin ich da über was gestoßen und dachte so, ah, eine Dissertationsschrift, der probiert Gebäudevereinfachung. Hier unten sieht man das so, die Gebäude, die Ausgangsgebäude, dann die Vereinfachung und hier oben die fertig generalisierten Gebäude. Sieht eigentlich ganz gut aus, diese Ergebnisse. Erklärt das auch hier ganz ausführlich. Erste Stufe, zweite Stufe, dritte Stufe, wie das geht. Ja,
bisschen weitergelesen, ist das eigentlich ein komplexer Algorithmus mit ganz einigen Schritten, wie man Gebäude vereinfachen kann. Ja, dachte ich mir, wäre doch cool, wenn man das jetzt anwenden kann. Und war jetzt erstaunt zu lesen, okay, 1973. 1973 hat man sich schon Gedanken gemacht zur Gebäudevereinfachung. Das war nur vor Douglas Polker und Viswalayam mit ihren Vereinfachungsansätzen. Ja, und wir versuchen das heutzutage eigentlich mit maschinellem Lernen schon wieder in den Griff zu bekommen. Dabei müssten wir eigentlich nur mal ein bisschen in der Vergangenheit schauen und versuchen, die guten alten Dinge, die es vielleicht schon gibt, einfach mal in Anwendung zu bringen. Und vergleicht man jetzt mal die Ansätze miteinander von dem Herrn Stauffenbeil, von dem ich dir jetzt die Dissertation gezeigt habe, dann sieht man, das Ergebnis sieht schon wesentlich einleuchtender aus, wenn so Gebäude vereinfacht. Das Spannende daran ist, ich bin auf der Suche, ob das jemand mal implementiert hat oder allgemein nach Gebäudevereinfachung, auch auf eine Funktion von einem Herrn Straupes gestoßen, der eine ähnliche Funktion implementiert hat, die auch die Winkel und die Seitenlänge berücksichtigt und das auch im PostGIS gemacht hat. Und dessen Funktion habe ich jetzt einfach hier genommen, weil die andere zu implementieren dann doch einige Wochen in Anspruch genommen hätte, auch für mich. Und dachte mir, ja, das sieht doch schon wesentlich besser aus mit der Gebäudevereinfachung hier. Ich möchte jetzt in meinem Beispiel zeigen, wie man das anwenden kann mit dem Wissen, was ich vorher schon gezeigt habe. Zur Vorbereitung der Demo-Session habe ich mir OSM-Daten schon in eine PostGIS-Datenbank geladen. Ich habe dafür OSM zu PGSQL genutzt, habe hier die Adressen reingeladen, die Gebäude. Dachte mir, ich nehme gleich ein bisschen mehr. Da kann ich dann noch ein bisschen mehr zeigen. Ja, sieht man ganz gut. Die Gebäude Pirna ist eine Kleinstadt bei Dresden. Und wir wollen jetzt im ersten Schritt versuchen, die jetzt in Koordinatenreferenzsystem zu überführen, was typisch wäre für eine gedruckte Karte. Ich werde das jetzt hier Stück für Stück im DB Manager machen. Ich habe mir meine Abfragen schon vorbereitet und werde jetzt versuchen, im Wesentlichen zu erklären. Ich kommentiere dafür erstmal das aus, was wir jetzt nicht brauchen, um das genauer zu erklären. Ich erstelle später dann eine Tabelle daraus. Also, ich selektiere, Feature-ID habe ich erzeugt, den Namen von dem Gebäude, die Hausnummer und ich transformiere das hier nach UTM-Zone 33. Sieht dann so aus, die Feature-ID ist jetzt selber generiert, die Hausnummer ist jetzt die, die an dem Gebäudepolygon mit dran steht. Das ist nicht immer der Fall, aber ich nehme das erstmal so mit, wie das ist und werde dann im nächsten Schritt das weiter ergänzen mit den Hausnummern, die als Punkte modelliert sind. Genau, ich erstelle jetzt aus dem Ergebnis dieser Abfrage eine neue Tabelle und ich baue dann anschließend gleich einen Index auf die Geometrie noch und sage, dass die Spalte FID der Primärschlüssel ist. So, jetzt kann ich auch mal hier reingehen, sagen hier, im Schema Map liegen die Gebäude. Sieht jetzt erstmal gar nicht anders aus. Aber ich will einfach mal demonstrieren, den Ansatz. Wie sieht das jetzt aus mit und ohne Hausnummer? Weil das so ein Auswahlkriterium ist, was ich dachte für die Generalisierung. Ich sage jetzt mal Rule-Based und dann sage ich mal hier Spalte House Number is not null. Okay, jetzt muss ich noch den richtigen Layer einblenden. So, und da sieht man schon ganz gut, ich habe jetzt eine Auswahl getroffen von Gebäuden. Natürlich habe ich jetzt nicht alle erwischt, weil man sieht, hier fehlen zum Beispiel wahrscheinlich noch die Hausnummern, aber hier diesem Kleingartenverein, die ganzen kleinen Gebäude kann ich dadurch relativ gut weglassen. Im nächsten Schritt möchte ich jetzt noch die Hausnummern ergänzen an den Gebäudepolygonen. Dafür habe ich mir hier die Adressen insgesamt alle als Punktdaten importiert und sage jetzt in einer Abfrage noch Update in meinem Schema Map, wo ich die ganzen aufbereiteten Daten dann hinspeichere. Punkt Building mache ich ein Update. Die Hausnummer soll aus der Import-Tabelle hier, aus dem Import-Schema geupdatet werden, wenn sich die Gebäude mit dem Punkt überschneiden und wenn die Hausnummer noch 0 ist. Mir ist jetzt egal, ob die Hausnummer da stimmt. Ich will einfach nur eine Ergänzung haben. So, uns mal anschauen.
das jetzt hier verschiebe, ja, dann sollte ich jetzt alle Gebäude sehen, die jetzt eine Hausnummer haben. Ich sage erstmal, potenziell sind die jetzt wichtiger als alle anderen dann später in der Generalisierung. Ich werde das dann später noch mit der Größe kombinieren. Im nächsten Schritt möchte ich jetzt zum einen die Gebäudeblocks finden, also sowas wie hier zum Beispiel in der Innenstadt, zusammenhängende Gebäude, die zwar einzeln modelliert sind, aber eigentlich gemeinsam vereinfacht können, weil sie viele gemeinsame Kanten haben. Spart auch Daten ein. Aber ich will auch einzeln stehende Gebäude finden, identifizieren hier, weil ich sage, die sind besonders wichtig für die Orientierung. Die sollen auf jeden Fall erhalten bleiben, jetzt auch unabhängig von ihrer Größe, weil man dann, wenn man unterwegs ist, da ein Gebäude sieht und denkt, oh, was ist denn hier? Wenn man in der Stadt ist und dann vielleicht ein kleines Gebäude fehlt, dann ist das gar nicht so wichtig. Wie mache ich das jetzt? Ich mache das mittels Clustering. Ich verwende dazu sc-cluster-db-scan, gebe dazu die Geometrie ein, gebe den Mindestdistanz ein von einem Objekt zum nächsten, sind hier 50 Meter, und mindestens zwei Objekte im Abstand von weniger als 50 Meter bilden ein Cluster. Damit finde ich die einzelstehenden Gebäude, weil wenn es in der Umgebung von weniger als 50 Metern kein einzelnes Gebäude gibt, dann ist die Cluster-ID später 0 und dann wissen wir, okay, das ist also sehr, sehr einzelstehend. Und ich nenne das jetzt einfach mal Region-ID. Alles andere hat irgendeine Region-ID, also das gehört zu irgendeinem Cluster dazu. Können wir also annehmen, dass das jetzt da nicht so wichtig ist, das Gebäude. Und ein zweites Mal clustere ich mit einem wesentlich geringeren Distanz, 0,1 Meter, also wenn die Gebäude sehr nah beieinander sind. Und auch wieder zwei Gebäude als Mindestgröße, als Block-ID. Also Gebäude, die sehr nah zusammenstehen, werden damit einem Cluster zugewiesen. Okay, ich mache das jetzt auch wieder als neue Tabelle. Und dann schauen wir uns gleich mal das Ergebnis an. Ich habe mir nun die geclusterten Gebäude hereingeladen und möchte das jetzt erstmal visualisieren. Im ersten Schritt möchte ich jetzt mal die Blocks darstellen. Dafür kategorisiere ich die mal jetzt nach der Block-ID. Beim Clustering bekomme ich jetzt nur die ID zurück. Und dann sieht man ganz gut hier, jeweils ein Block bekommt eine ID. Hat also super geklappt, die zu erkennen. Für die ganze Region. So, wie machen wir das jetzt für die einzeln stehenden Gebäude? Dann sage ich einfach mal rule-based und wir schauen jetzt mal an, wo die region ID ist null. Da sieht man, okay, wo das Gebäude weniger als 50 Meter von dem nächsten entfernt ist. Sieht man hier zum Beispiel ist das der Fall oder hier. Wenn sie jetzt besonders klein gewesen wären, okay, zum Beispiel hier im Wald könnte das sein, dann sind sie vielleicht wichtiger für die Orientierung und sollen deshalb erhalten werden. Sieht man hier immer mal ganz vereinzelt. Mach vielleicht mal das aus. Im Hintergrund, da sieht man, es gibt so schon ein paar Gebäude, die man damit rausfiltert. Man sagt, okay, die sind jetzt sehr, sehr alleinstehend. Ja. Und dadurch wieder wichtig. Nachdem ich also jetzt weiß, was ein Block ist, die hier sehr gut sehe, durch die farbliche Zuordnung, möchte ich die jetzt zusammenfassen. Dafür brauche ich jetzt eine längere Abfrage. Ich habe die jetzt mal schon vorauskommentiert und möchte das jetzt Schritt für Schritt erklären, was da passiert. Also, ich versuche jetzt die Gebäude innerhalb eines Blocks einzusammeln. Deshalb nutze ich hier die Group-Klausel und sage, okay, gruppiere mir das bei der Block-ID aus dem Clustering. Das aber nur, wenn die Block-ID nicht 0 ist. So, das kommt aus dem Clustering. Und was muss ich jetzt machen, wenn ich aggregiere? Okay, ich muss die Hausnummern auch mit aggregieren, die Region-ID noch aggregieren, die Block-ID muss ich nicht aggregieren, nach der aggregiere ich ja schon, und ich muss die Geometrie aggregieren. Dafür mache ich ein Union und sage hier st-multi, weil da kommt sehr wahrscheinlich ein Multipolygon raus. Ich führe das mal aus. Ja, Moment, nichts markieren. Dann sieht man, okay, die Hausnummern werden zusammen aggregiert. Hier sieht man natürlich auch,
wenn mehrere Gebäude zusammenkommen und es 0 ist, dann werden da auch 0 Werte zusammen aggregieren. Okay, jetzt fehlen ja aber Gebäude noch, wo jetzt die Block-ID eben null ist, weil sie keinem Block zugehören. Deshalb muss ich die Abfrage jetzt noch erweitern und baue das zusammen jetzt noch zusammen mit einem Union. Sage, okay, ich nehme noch die Gebäude mit, wo die Block-ID 0 ist. So, okay. Was bleibt jetzt noch zu tun? Diese ganzen Nullwerte, die sich jetzt hier sammeln, teilweise, die kann ich natürlich noch rausschmeißen. Ich hätte ganz gerne wieder eine Feature-ID, die kann ich mir generieren. Und das geht jetzt nur in einer weiteren Abfrage. Deshalb ist das jetzt auch nur ein Teil der Abfrage. Die Basis jetzt eigentlich ist für die eigentliche Abfrage, wo ich mir sage, okay, neue Feature-ID als Zeilennummer generiert. Ich schmeiße aus den House-Numbers-Array einfach die ganzen Null-Werte raus. Mache das Ganze auch mit dem Region-Array, dass das aufgeräumt ist. Und sagt dann hier noch klar definiert Multipolygon-Geometrie und das räumliche Bezugssystem. Genau. Und dann erstelle ich mir das hier als neue Tabelle mit Index und fertig. Laden wir es noch zu. Mache ich mal hier Refresh, Building Block. Und dann sieht man ganz gut schon hier. Gebäude sind alle da und richtig aufgelöst. Sieht man hier, na, die waren nicht, anscheinend nicht nah genug beieinander. Irgendwas hat da nicht geklappt, aber in der Regel klappt das schon ziemlich gut. Hier vielleicht auch noch was. Also mal gucken, das wird dann wahrscheinlich beim Vereinfachen verschwinden. Aber man sieht schon, es sind wesentlich weniger Polygone geworden, macht also dann die Vereinfachung vermutlich schneller beim Prozessieren, weil weniger Polygone prozessiert werden müssen und auch keine weniger topologische Probleme auftreten. Im nächsten Schritt will ich jetzt die Gebäude vereinfachen, die groß genug sind dafür. Dafür habe ich mir die Minimalfläche von 300 Quadratmetern überlegt. Das passt sehr gut zum Zielmaßstab von 50.000 in der UTM-Darstellung. Und das ist auch schon das Auswahlmaß. Die kleineren Gebäude werde ich später behandeln, oder Gebäudeblocks sind es ja mittlerweile, ich habe die ja zusammengefasst, und will dann vereinfachen, greife dabei auf die Funktion STC Simplified Building zurück von Herrn Straupis und sage, okay, vereinfache das Polygon, wenn die Seitenlänge dann kürzer als 5 Meter ist. Die Funktion habe ich hier schon eingeladen, ich verweise dann quasi auf das Repository, wo ich die ganzen SQL-Codes noch zur Verfügung stelle, da ist das auch dann als Quellcode hinterlegt, wo man das findet. Sag jetzt ausführen. Na, nichts markieren. Und fertig. Dann füge ich das mal hinzu. Building Block Simple. Und jetzt sieht man schon ganz gut hier die Unterschiede. Den Building Block drunter. Kleinere Gebäude fehlen erstmal. Ist ja okay. Aber man sieht jetzt schon ganz gut, wenn ich hier hin und her blende, wie die Gebäudeblocks vereinfacht wurden. So, die kleinen Vorsprünge hier sind alle beseitigt worden, aber so die rechteckige Form wird in der Regel immer beibehalten. Man sieht hier, die Einsprünge verschwinden aus Buchtung. Das klappt ganz gut. Mal gucken, es ist nicht immer ganz perfekt, manchmal passieren da auch Fehler. Na, sind gerade keine. Aber man sieht schon so im Wesentlichen hier, die Gebäude sind vereinfacht. Ganz gut sind immer die Wohnblocks hier mit den Treppenhäusern, sieht man das ganz schön. Die verschwinden dann, aber die Blockform bleibt da erhalten. Ja, und was ist nun mit den möglicherweise zu kleinen Gebäuden hier? Die möchte ich jetzt im nächsten Schritt behandeln. Dafür habe ich auch schon eine Abfrage vorbereitet. Und die werden jetzt auf einen Punkt reduziert,
weil ich sie als abstraktes rotiertes Quadrat darstellen möchte. Was mache ich dafür? Ich habe mir eine Vielzahl von Auswahlkriterien überlegt. Erstmal die Fläche. Ich gehe auf die Building Blocks zurück und sage, okay, wenn die Fläche kleiner als 300 Quadratmeter ist, also ich das nicht mehr als Fläche darstellen möchte, dann soll es jetzt als Punkt dargestellt werden. Erstmal grundsätzlich, wenn die Fläche größer als 80 Quadratmeter ist, dann sage ich, okay, das Gebäude ist so hinreichend groß, ist schon ein richtig großes Einfamilienhaus, aber ich nehme auch andere Kriterien zur Auswahl. Ich sage, okay, wenn es halt kleiner als die 300 Quadratmeter ist und die Region-ID ist null. Weil es ein Array jetzt ist, muss ich das so ausdrücken. Also wenn das Gebäude fernab weiter als 50 Meter von anderen Gebäuden steht, ist die Größe egal, dann wird es trotzdem dargestellt. Oder, anderer Fall, das Gebäude ist zu klein, aber die Hausnummer ist nicht null. Also, wenn das Gebäude eine Hausnummer hat, sage ich, okay, ist wahrscheinlich ein Wohngebäude, an der Straße ist wichtig, ist jetzt kein Schuppenkonglomerat, irgendwas anderes. Das soll auf jeden Fall dargestellt werden, alles, was eine Hausnummer hat. Und versuche dann möglichst gut die Struktur zu erhalten. So, das Gebäude wird zum Punkt, ist ganz klar, Polygon. Zu Punkt mache ich den Zentroid und ich habe noch eine Funktion überlegt, die die Orientierung von dem Gebäude ermittelt. Die steht auch mit zur Verfügung. Ich verwende die einfach, wird dann berechnet automatisch die Rotationswert für QGIS und ich führe das jetzt mal aus. Nichts markieren. So, laden wir das jetzt rein. Und damit sieht man jetzt hier schon, okay, die ganzen Gebäude hier, die jetzt einen Punkt drauf haben, bleiben erhalten. Sieht man hier das Kindergartengebäude, hier hinten hat keine Hausnummer, fällt deshalb weg. Genauso hier, das sind wahrscheinlich Garagen, die fallen jetzt auch weg, die sind nicht wichtig. Auch wenn sie vielleicht relativ groß sind, und versuche halt dadurch die Gebäudestruktur zu erhalten. So, wie stelle ich das jetzt am besten dar? Naja. Ich nehme mir ein Quadrat und sage jetzt, ich rotiere das nach dem Feld Rotation und ich nehme mal die Gebäudeblöcke drunter weg. So, jetzt ist das ja noch ein bisschen klein. Sage ich jetzt hier Map Units und sage, naja, 15 Meter. Meinetwegen 15, 16 Meter ist meistens ganz guter Wert. Kann man sich auch ausrechnen, die Minimaldimension. Wenn ich jetzt hier rauszoome, dann sieht man eigentlich, boah, gibt ganz stimmig so den Eindruck einer Stadt wieder. Also auch mal ins korrekte Koordinatenbezugssystem wechseln, für das ich das gemacht habe. Dann wähle ich das mal aus hier. Den EPSG-Code und dann schauen wir uns das mal an. Maßstab 1 zu 50.000, das passt jetzt nicht. Wahrscheinlich durch die Bildschirmauflösung. Das würde jetzt eher 1 zu 50.000 entsprechen. Und man sieht, okay, die Struktur bleibt eigentlich ganz gut erhalten. Man sieht auch noch die wichtigsten Gebäude, die hoffentlich jetzt gut ausgewählt wurden und gut vereinfacht wurden. Man sieht jetzt hier schon, ja, passt. Passt schon ganz gut, dass man die Straßenzüge wiedererkennt. Ich kann jetzt auch nochmal die Straßen einblenden. So dass man sieht, okay, es sieht jetzt irgendwo leer aus. Man sieht hier schon das gut, das Muster von den Dörfern hier. Sieht man hier so ungefähr, die Häuser sind auch gleich ausgerichtet, so dass das schon ein ganz stimmiges Ergebnis sein sollte. Sieht jetzt natürlich hier noch durch die Farben ganz gut unterschiedlich, was jetzt von den Punkten herkommt und was jetzt aus den Gebäudeblöcken entstanden ist, die vereinfacht worden sind. Zum Abschluss noch mal eine Darstellung. Ganz hier im Hintergrund liegen die Ausgangsgebäude und jetzt als Umriss mit schwarzer Linie sind dann die generalisierten Gebäude zu sehen. Da
kann man ganz gut vergleichen, wie jetzt vereinfacht wurde. Man sieht hier, die ganzen kleinen Hinterhöfe sind zum Beispiel weggefallen. Hier sieht man zum Beispiel bei der Kirche, die ist aus gotischer Zeit, die ganzen meisten Stützpfeiler sind weggefallen, vereinfacht wurden. Sieht man, wenn man hier rausgeht, wo viele kleine Gebäude sind, die sind jetzt auch vereinfacht als das Quadrate hier. Sieht, meistens klappt es ganz gut mit der Orientierung, die wieder so wiederzugeben. Ich habe aber auch mal geschaut, zum Beispiel hier sieht man ganz gut dieses Konglomerat. Da ist korrekt, die Längsachse zu ermitteln, ist schwierig. Da schlägt der Ansatz also falsch. Wenn man sie jetzt noch durchschaut, sieht man natürlich hier diese kleinen Gebäude abstrakt dargestellt durch diese Quadrate. Oftmals passt es mit dem Abstand, aber man findet also auch Beispiele, wenn man hier ein bisschen weiter schaut, hier, wo die sich zum Beispiel überlappen. Da müsste jetzt eigentlich im nächsten Schritt noch verdrängt werden, aber ich will es jetzt hier mal bewenden lassen und es bei diesem Beispiel belassen. Insofern ein paar Ideen, wie man Gebäude generalisieren kann, und ja, das soll es damit zu diesem Thema gewesen sein. Anderes Beispiel. Ich möchte einmal zeigen, wie man Punkte auswählen kann. Wenn man so an alte Karten zurückdenkt, dann denkt man doch immer an so gut gefüllte Karten. Da ist viel Schrift drin, alle Punkte beschriftet, immer die lokal wichtigsten Orte gezeigt. Und warum sieht das eigentlich heute nicht mehr so aus? Ja, Beispiel aus Dresdner Sicht. Welche Orte liegen eigentlich zwischen Dresden und Berlin? Guckt man jetzt auf OpenStreetMap? Da schaut man ins Leere. Sie sind also anscheinend gar nicht wichtig. Liegt daran, weil wir einfach eine harte Zahl als Grenze gesetzt haben oder eine Klassifikation jetzt als City, um die anzuzeigen. Das ist vielleicht nicht immer so zielführend. Ja, für die Punktauswahl möchte ich jetzt ein Ergebnis meiner eigenen Forschung vorstellen. Ich habe mir überlegt, wie könnte man das machen. Punkte auswählen, die jetzt lokal wichtig sind, und bin dabei auf das Prinzip der geografischen Dominanz gestoßen, was es bei Bergen bekannt ist, wo quasi vom einen Berg bis zum nächsten Punkt, der mindestens genauso hoch wird, die Distanz gemessen wird. Und das habe ich jetzt versucht zu übertragen auf die Städte. Das ist nicht mit einer kontinuierlichen Oberfläche wie dem Relief, sondern mit einzelnen Attributwerten, daher diskret, discrete isolation, für die einzelnen Punkte. So, wie berechne ich das zum Beispiel für Dresden? Naja, man kann sich das hier anschauen. Dresden hat einen Bevölkerungswert und den vergleiche ich jetzt mit den umliegenden Städten. Da sehe ich, okay, Leipzig ist jetzt die Stadt mit dem nächsthöheren Wert. Also ist das die Discrete Isolation Distance. Die kann ich jetzt dann für die Auswahl verwenden. Kann das hier machen, habe das im Beispiel gemacht und habe die jetzt auch mal visualisiert. Könnte sich das auch hier unten noch beim Profil anschauen. Ich suche immer die Distanz zum nächsthöheren Wert. Kann ich jetzt nicht nur bei Städten und Einwohnerzahlen machen, könnte ich auch bei Bergen machen, könnte ich auch bei Social Media Daten machen, quasi die Distanz zum Beitrag mit dem nächsthöheren Anzahl an Likes oder ähnlichen Sachen, könnte ich als Auswahl verwenden. Hier sieht man das auch nochmal im Profil veranschaulicht. Wer sagt, okay, ich möchte das nicht eigentlich in PostGIS machen, ich habe das auch als QGIS Plugin umgesetzt, der kann hier einfach mal danach suchen. Also nun zur Praxis. Für das zweite Beispiel jetzt zur Auswahl von Punkten habe ich jetzt hier einen Datensatz vorbereitet. Das sind die Berggipfel von OpenStreetMap. Wenn man so ein bisschen reinzoomt, dann sieht man das auch hier. Die ganzen Gipfel, hier in der Sächsischen Schweiz von den Felsturmen. Aber wo sieht man es vielleicht ein bisschen mehr hier? Hier beispielsweise sieht man schon ganz gut hier, wo der Wald drunter liegt, die ganzen Gipfel. Hier im Flachland weniger Gipfel. Und die möchte ich jetzt auch wieder verarbeiten. Ich habe dafür hier schon mal den SQL-Code reinkopiert. Habe jetzt gesagt, okay, ich mache wieder eine neue Tabelle für die Gipfel in meinem Schema. Nehme die Node-ID als Feature-ID mit, nehme den Namen mit, mache aus der Höhe in Textform mir eine Zahl. Dafür habe ich eine Funktion geschrieben, das konvertiert. Zeige ich gleich noch, was die alles macht. Und speichere das als Elevation und zum Schluss erstelle ich hier noch eine leere Spalte, null vom Datentyp Numerik, also die Isolation. So, mache noch einen Index hier, Geometrie, Elevation, Primärschlüssel. Und im nächsten Schritt komme ich dann mit meiner Funktion für die Dominanz oder diskrete Dominanz hier, Elevation, Isolation und
Befüll das Feld, sag hier, okay, nimm die Tabelle als Eingabe, die Geometrie findest du in der Spalte Geometrie, den numerischen Wert in der Spalte Elevation und sag dann hier, okay, verwende auch noch Elevation, den jeweiligen Wert zu berechnen, die Geometrie als Geometrie und dann noch eine maximale Suchdistanz. Hier ist das Beispiel, wie die Discrete Isolation Funktion von intern aussieht. Wir werden die ganzen Werte übergeben und falls der Höhenwert oder der numerische Wert 0 ist, dann gibt die Funktion null zurück und hier wird jetzt eine Abfrage ausgeführt für jeden Punkt und das Ergebnis dann zurückgegeben. Ich sage, okay, ich will die Distanz von dem aktuellen Gipfel, aktuellen Punkt, zu allen anderen Punkten in der Tabelle haben, wo der Wert höher ist als der aktuelle Wert, wird geordnet bei der Distanz und ich nehme dann nur den obersten Wert, deshalb Limit 1, damit ich einen Wert zurückbekomme, also den mit der geringsten Distanz, aber einem höheren numerischen Wert. Ich habe zum Schluss hier noch einen Standardwert zurückgegeben, falls das hier quasi 0 ist, falls es keinen höheren Wert gibt. Also das wird einmal auftreten, also immer für den Punkt mit dem höchsten Wert, den höchsten Berg. Und da gibt es einen Standardwert zurück, der groß ist, der größer als ist als der Erdumfang. Wie sieht jetzt das Ergebnis aus? Das muss ich erstmal visualisieren. Dafür mache ich jetzt die Abstufung und lasse das jetzt abstufen nach der Elevation Isolation. Und klassifiziert das jetzt mal nach Jenks. Und dann sieht man schon ganz gut. Ich habe jetzt 5 Abstufungen und ich kann das jetzt so rausklicken. Ganz hell die mit der geringsten Distanz zum nächsthöheren Punkt. Habe ich mal wegfallen lassen. Und dann sieht man schon ganz gut, so eine sehr gleichmäßige Verteilung ergibt sich dadurch. So, jetzt sind 5 Klassen eingeteilt. Das sieht man hier so die Distanz dargestellt. Relativ große Distanz bis zum nächsthöheren Punkt. So, passt das denn jetzt überhaupt? Stimmt das denn jetzt überhaupt, was hier rausgekommen ist? Können wir jetzt bei Bergen relativ einfach überprüfen. Jetzt mal sagen, okay, wir beschriften die Berge mal mit dem Namen. Dann sieht man, naja, die hier kennen wir wahrscheinlich nicht im Flachland, aber hier im Harz sieht man, okay, der Brocken ist der höchste Berg im Umkreis. Dann im Thüringer Wald ist der große Bärberg. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt stimmt. Im Erzgebirge Klinovec, der Keilberg. Hier die Schneekoppe. Das sieht also schon ganz stimmig aus. Wir können das jetzt auch vergleichen mal mit der Open Topo Map. Die verwendet nämlich wirklich die richtige Dominanz. Und wenn man hier sieht, okay, Klinovec, das passt. Kann ich mal kontrollieren. Großer Bärberg. Na? Da scheint also irgendwas im Argen zu sein. Es kann also sein, dass da vielleicht irgendwo ein Höhenwert nicht richtig angegeben ist oder ich den falsch konvertiert habe. Das stimmt. Wir können jetzt auch mal so einen Flachlandpunkt uns anschauen. Sehen wir mal einen zum Beispiel hier. Korrekt. Das scheint also zu stimmen. Also mit der gewissen Vereinfachung hier und ein bisschen Rechenzeit kommt man hier die jeweils wichtigsten Punkte raus, ohne jetzt ein Geländemodell noch zur Hilfe zu nehmen. Und noch ein zweites Beispiel zur Anwendung hier, zum relativen Auswahlmaßen, damit wir jetzt so eine schöne, dicht beschriftete Karte hinbekommen. Ich habe jetzt Places genommen von OSM und ich habe hier wieder die Abfrage vorbereitet, würde ich mal kurz erklären. Ich erstelle eine neue Tabelle mit den Places, lösche die vorher vielleicht bestehende und sage, okay, Node-ID als Feature-ID, Name, Typ, also was für ein Place-Typ es ist. Ich konvertiere die Bevölkerungszahl wirklich als Bevölkerungszahl vom Text her, schmeiße dann noch Punkte, Kommas raus, dass es dann wirklich eine Zahl ist und berechne dann wieder die Isolation hier. So, Umwandlung der Geometrie noch und ich nehme jetzt einfach nur die City, Town und Village mit, so. Okay, für den Maßstab jetzt als Demo reicht das vollkommen aus. Mach noch einen Index, Geometrie, Population, Primärschlüssel. So, kleine Verbesserung noch. Ich mache noch Update. Die Population, also die Bevölkerungszahl, schätze ich
wenn sie 0 ist. Dafür habe ich mir noch eine Funktion geschrieben, die da einfach Werte einträgt, damit ich möglichst viele Werte habe. Und zum Schluss wieder die Berechnung für die Dominanz, also Discrete Isolation. Wende ich meine Funktion an, die Tabelle, die Geometriespalte, die numerischen Werte für die Bevölkerung, dann den jeweiligen Wert für den aktuellen Eintrag zum Updaten mit Geometrie und Bevölkerungszahl und die maximale Suchdistanz, um das ein bisschen einzuschränken. Wie sehen jetzt die Funktionen dahinter aus? Also können wir uns einfach anschauen, Estimate Population nimmt den Typ des besiedelten Ortes und schätzt dann die Einwohnerzahl. Ich habe gesagt, jetzt ein paar Annahmen getroffen. City sind, also eine Großstadt sind etwa 100.000, Town sind 5.000, Village sind 500, Hamlet sind 5, also Weiler sind 50, also wird die Dwelling Farm, so ganz einzelne Gebäude, sage ich, okay, es ist eine ganz kleine Familie und Locality ist einfach 0. So, ich füge da hier immer noch ein kleines bisschen was an eine Zufallszahl hinzu, einfach damit die jetzt ein bisschen unterscheidbar sind, um dann keine Probleme zu haben, wenn ich ganz viele Orte habe, die jetzt genau die gleichen Werte haben. Da finde ich nicht so einfach einen größeren in der Umgebung. Deshalb gibt es hier noch eine kleine Zufallszahl obendrauf. Was macht jetzt diese Funktion? Estimate Population. Ich will die hier einfach mal demonstrieren. Dafür brauche ich hier einmal nur Select davor schreiben. Dann habe ich schon eine minimale SQL-Abfrage und gebe jetzt einen Beispieltyp hin. Sage jetzt okay, zum Beispiel Village, Execute und dann bekomme ich eine Bevölkerungszahl geschätzt zurück. Ich habe mal gesagt 500 und ich gebe jetzt noch eine kleine Zufallszahl dazu als Nachkommastelle. Da sieht man, okay, wenn man auch später mal in die Daten schaut, da hat irgendjemand was gemacht zur Verwechslung. So, damit es keine Verwechslung gibt, dann gibt es so eine Nachkommastelle, damit die halt sich nur minimal unterscheiden. Größer, kleiner. Was kann ich jetzt machen, wenn ich diese Dominanzwerten berechnet habe? Ich kann das jetzt mal vergleichen. Wenn ich jetzt sage, Categorized nach Typ, wie ich jetzt eine Auswahl treffen könnte. Okay, sage ich, die Villages müssen definitiv weg für den Maßstab. City und Town, das ist schon noch ganz schön dicht. Aber wenn ich jetzt Town wegnehme, dann sieht es sehr nackig aus. Wie sieht das jetzt aus, wenn ich das jetzt mal ändere, hier auf Graduated und sage, ich nehme jetzt meine berechneten Werte, klassifiziere die jetzt und ja, sieht man ganz gut, stellt sich für eine relativ gleichmäßige Verteilung ein und ja, hier, das wäre vielleicht ganz schön. Da sieht man ganz gut jetzt Dresden, Berlin bis zur Ostsee hoch. Da gibt es noch eine ganze Menge Städte dazwischen, die jetzt nur mit einer abstandsbasierten Klassifikation ganz gut sichtbar werden. Wir können hier jetzt auch einfach mal noch beschriften. Na, ist vielleicht ein bisschen schlecht zu lesen. Mach mal den Hintergrund aus. Na, auch nicht besser. Ja, aber sieht man ganz gut. Dresden, Bautzen, Hoyerswerda, Bad Liebenwerda, Finsterwalde. Ganze Menge Städte, die noch dazwischen liegen, die jetzt gar nicht so groß und bekannt sind, aber einfach dazwischen liegen zur Orientierung, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist oder im Zug sitzt, eigentlich ganz hilfreich werden, wenn man auf einer Karte schaut. Wenn man einen Vergleich sieht, OSM-Karto dazu, sehr, sehr nackig. Und hier könnte das jetzt auch bei Bedarf weiter ausdünnen. Ich reingehe und dann die letzte Klasse lasse, sieht man, dann sieht das wieder sehr, sehr ähnlich aus. Aber man könnte jetzt natürlich auch einfach mehr Klassen hier generieren. Und sich das dann von Neuem anschauen, wie dicht man das hat. Oder einfach selber einen Wert ausdenken. Damit kann man es ganz gut die Städte gleichmäßig verteilen auf der Karte, die jeweils lokal wichtigsten anzeigen. Und hat auch weniger Probleme mit der Schriftplatzierung, wo man sieht, wenn der Abstand groß genug ist, können die ziemlich gut platziert werden, die Labels. Schlägt man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich möchte nun nochmal das Auswahlmaß hier veranschaulichen, also die Distanz zwischen den Orten, die zur Auswahl verwendet wird.
Ich dupliziere einmal den Layer dafür. Okay, ich blende den aus. Dann gucke ich mal hier. Der minimale Wert ist dieser. Okay. Dann ändere ich das auf Single Symbol und dann auf Rule Based. Also haben und hier die. Isolation. Die soll jetzt größer sein als der Wert. Ich noch das anpassen. Okay. Dann müsst man wieder die gleichen sehen. Und jetzt passe ich noch das Symbol an. Ich sage, das soll jetzt Kreis sein. Und der soll jetzt nicht Millimeter Durchmesser haben, sondern Map Units. Und sage jetzt, es ist abhängig von der Population Isolation. So, jetzt muss man das noch transparent machen. So, haut das schon hin? Na, ich habe hier den Durchmesser eingestellt, also muss ich es mal 2 nehmen. Weil ich ja hier den Radius berechnet habe. Okay, ist eigentlich schon wieder sehr, sehr verwirrend, aber wir können ja mal versuchen, was rauszugreifen. Ich kann jetzt zum Beispiel hier mal reingehen und versuchen, ich blende das mal wieder hier, zum Beispiel Hoyerswerda. Hoyerswerda hier in der Mitte, sieht man ganz gut, ist eine Stadt, hat eine Einwohnerzahl von 34.000. Und eine Isolation hier von 49 und noch was Kilometern. Gut, wenn wir uns den Kreis hier anschauen, dann schneidet der Bautzen. Also Bautzen scheint der nächste Ort zu sein mit einer höheren Einwohnerzahl. Passt das? Okay, auch 39.600, also gar nicht so viel mehr. Wie viel hat jetzt Hoyerswerda? 34.000. Okay, aber hat geklappt, ist die Distanz. Jetzt können wir das weiter mal gucken von Bautzen aus. Der Kreis von Bautzen schneidet in Görlitz. Görlitz ist also die nächste Stadt ausgesehen von Bautzen mit einer höheren Einwohnerzahl. Können wir das natürlich auch weiter treiben. Wo ist das jetzt von Görlitz? Na, aha, ist Liberec. Liberec, muss man dann schauen, wo ist der Kreis von Liberec? Da sieht es wahrscheinlich wird das der sein? Könnte dann schon sein, dass das dann... Na, Prag ist es nicht. Ah, Waldbritz scheint es zu sein. Also man kann dann halt so sehen, wie sich das nach und nach ausschaltet, die Städte Stück für Stück. Diese ganzen Kreise sind jetzt natürlich furchtbar überlappend, wenn man sich so anschaut. Und irgendwo gibt es auch noch einen ganz großen Kreis, den wir jetzt nicht sehen, für die Stadt mit dem höchsten Wert. Die würde immer zuletzt übrig bleiben. Damit wäre ich jetzt auch schon am Ende meiner Demo-Session. Ich habe die ganzen Skripte, die ich hier verwendet habe, auch auf GitHub zur Verfügung gestellt. Kann jeder dann gerne selber ausprobieren. Und ja, wenn es Fragen gibt, beantworte ich die natürlich gerne. Ansonsten verweise ich nochmal darauf, die Auswahlmethode habe ich auch nochmal ausführlich beschrieben in der Publikation. Die ist frei verfügbar. Nennt sich Scale Dependent Point Selection Methods for Web Maps. Ich habe dann noch andere Methoden herausgesucht, die zusammengefasst und miteinander verglichen. Kann sich also jeder gerne anschauen, der an dem Thema interessiert ist. Wer es gerne ausprobieren möchte, dazu gibt es auch ein QGIS-Plugin, wo die alle implementiert sind und noch verschiedene Beispiele dokumentiert sind. Insofern viel Freude beim Kartenherstellen und bis bald. Ja, vielen Dank, Matthias, für diesen wirklich sehr eindrucksvollen Vortrag. Es ist immer schön, wenn man was zeigen kann, wenn man so ein richtig was sieht und nicht nur Folien hat, sondern auch in der Anwendung sehen kann, wie die
Daten sich in die echte Welt umsetzen. Wir haben ein paar Fragen gekriegt. Dann gucken wir mal nach. Die erste Frage ist, bezieht sich auf die Rotation, die du für die kleineren Gebäude gemacht hast oder für diese Rechtecke. Wie kriegst du diese Rotation raus? Die habe ich in dem Zuge mitberechnet, wo ich den Mittelpunkt von den ganz kleinen Gebäuden berechnet habe. Ich zeige nochmal die Abfrage hier. Ich mache sie mal ein bisschen größer. Wo ich sage, ich erstelle die Tabelle Building Point und ganz am Ende gibt es hier die Funktion Feature Orientation, die ich mir definiert habe, die quasi dann das Feld Rotation befüllt. Und wenn man dann weiterschaut in den Funktionen, die ich geschrieben habe, dann ist das eine Funktion, die übernimmt das Feature und die iteriert durch die Punkte und die sucht die kürzeste Linie da drin. Deshalb rechne ich plus 90 Grad und da bekommt man dann halt die Längsachse raus. Das habe ich abgeleitet von einer Funktion, die Mapbox mal implementiert hat, um den Oriented Envelope zu berechnen, als das noch nicht in PostGIS gab. Prima, okay. Dazu gleich mal die nächste Frage von mir, die jetzt nicht bei den Fragen dabei steht. Aber du hast ja diese Rechtecke jetzt nur erzeugt als Rechtecke im PostGIS, ne? Also indem du dann im QGIS, in dem du dann ein Symbol benutzt hast. Man könnte die jetzt natürlich auch im PostGIS selber erzeugen, oder? Ja, könnte man machen, könnte man sich eine Funktion schreiben, die dann daraus ein Quadrat konstruiert. Müsste man halt sich überlegen, wie man dann vom Mittelpunkt aus die vier Punkte berechnet und dann hat man ja ein Polygon wieder. Ja, wäre möglich, könnte man machen, wäre Fleißarbeit. Wäre vielleicht auch interessant deswegen, weil ein paar von denen haben sich ja überschnitten. Du hast ja schon gesagt, ne, vielleicht will man die noch verdrängen oder vielleicht will man diese Verschneidung ja auch nochmal wieder auflösen, indem man die doch wieder zusammenfasst oder so. Wäre es dann möglich, dann auch im PostGIS noch weitere Verarbeitung von dem Ding vorzunehmen. Genau, ja. Könnte ich einfach mal weiter treiben, wenn ich Lust und Laune habe. Kommt genau. Bestimmt noch. Aber muss ja auch noch was für unsere Zuschauer bleiben, dass die vielleicht auch noch was ausprobieren können. Ja, ich freue mich gerne, wenn da jemand Ideen hat. Genau, da ist auch gleich noch eine Frage, die dazu passt. Gibt es empfehlenswerte Funktionen zur Verdrängung von Objekten? Nein. Ich hatte es schon letzten Herbst die Frage, wo wir das diskutiert haben. Also fertige Funktionen zur Verdrängung gibt es nicht. Das ist der schwierigste Generalisierungsoperator und ich weiß es nicht. Ich könnte Ansätze vorstellen, aber das wäre jetzt ein eigenes Thema, wie man versuchen kann zu verdrängen. Das ist ein sehr komplexes Thema, diese Interaktion zwischen den Objekten da zu machen. Das geht dann auch in Richtung Optimierung und das dann zu implementieren in PostGIS. Habe ich noch keine Lösung dafür gefunden. Ja. Gut. Dann haben wir die Frage, wie das mit der Lizenz aussieht. Du hast ja da im GitHub einige Sachen eingestellt. Und wie sieht es denn da aus mit der Lizenz? Also prinzipiell wollte ich jetzt da keine Lizenz drauflegen, um jetzt nicht den falschen Eindruck zu erwecken, dass das alles meine Sachen wären. Ich habe die Lizenzen jeweils in den Funktionen, die ich aus anderen Repositories übernommen habe, ergänzt. Ich kann gerne auch noch einen Satz dazu schreiben zur Lizenz von meinen Skripten. Also eine Namensnennung wäre nett, der Rest ist mir eigentlich egal. Aber ja, das kann ich noch ergänzen, das wäre sicher gut. Prima. Genau, jetzt gucken wir gerade mal noch, Lizenz haben wir beantwortet, Link zum GitHub, ja, dann hattest du ja schon in den Chat reingeschrieben, da muss man nur ein bisschen zurückscrollen, dann findet man das, GitHub.com, Matthias Kröber, PostGIS 2022 und so weiter. So, haben wir denn noch irgendwelche anderen Fragen? Ja, ein kleines bisschen Zeit haben wir noch. Gut, was ist denn, frage ich mal was ist das nächste, was du angehst? Jetzt hast du die Gebäude
vereinfacht. Jetzt hast du die Ortschaften, da die Priorisierung von den Ortschaften gelöst. Was ist denn die nächste Aufgabe, die du angehen möchtest? Also ich bastel zurzeit daran an einer verbesserten Auswahl für die Straßen, dass man das halt nicht nach den fest vorgegebenen Kategorien von OSM macht, sondern dass man das versucht, ein bisschen weicher zu gestalten, wie wichtig jetzt die Straßen sind im Kontext, dass man das die Straßen nicht nur als Liniensammlung sieht, sondern halt als Graphnetzwerk, wo man dann halt die Sackgassen, die zu kurz ist, weglässt und dann möglicherweise auch parallele Linien weglässt, also zum Beispiel der parallele Fußweg, der vielleicht modelliert ist, dass man den weglässt. Ich habe schon ein paar Ideen, ich habe Ansätze, wie ich es machen kann, aber es ist jetzt noch nicht in dem Stadium, wo ich das gerne zeigen möchte, wo das auch so robust und schnell läuft. Hervorragend. Ist natürlich auch noch robust und schnell läuft, das ist ein guter Punkt. Wie sieht es damit aus? Du hast es ja jetzt hier in einer Kleinstadt gezeigt. Und es ging ja halt so, was man sehen konnte, ging es ja jetzt ordentlich schnell genug für so eine Anwendung. Hast du es mal irgendwie mit größeren Datenmengen probiert? Wie sieht es da aus? Also die Gebäude, das Problem ist dabei die Funktionalisierungsfunktion, die Generalisierungsfunktion von Herrn Straub ist, das ist halt eine PostGIS-Funktion oder eine Sammlung von PostGIS-Funktionen. Das läuft relativ langsam. Wenn man da eine Großstadt hat, also wie zum Beispiel Dresden, da lief die Funktion dann 2 Minuten. Ich vermute mal, wenn man das jetzt für Europa macht, dann rechnet man da 2, 3 Tage, um die Gebäude zu vereinfachen, weil es halt einfach nicht effizient implementiert ist. Das ist wahrscheinlich das große Nadelöhr. Alles andere müsste sich wahrscheinlich in absehbarer Zeit machen lassen oder man müsste es dann halt in Kacheln zerlegen und stückweise prozessieren, vielleicht auch parallelisieren. Genau. Die diskrete Isolation, also diese, ja, sag mal, Dominanzwerte. Ich habe das mal für ganz Europa gemacht auf einem größeren Server. Das war dann, ich glaube, 20 Minuten für die ganzen Berge in Europa. Bei den Städten weiß ich jetzt nicht mehr. Es war aber noch eine überschaubare Zeit. Man kann das ja dann auch limitieren, wenn man sagt, es gibt so einen maximalen Entfernungsradius, dass halt dann nicht unendlich viele Berge miteinander verglichen werden müssen. Aber es ist jetzt nicht super performant. Okay. Genau, und ich meine, bei der Robustheit haben wir ja gesehen so ein bisschen, dass es durchaus noch einige Fälle gab, wo es jetzt vielleicht nicht perfekt war, die Vereinfachung von den Gebäuden gerade. Aber sehen tut man das ja eigentlich dann auf den Maßstaben, wo man das benutzt, nicht mehr. Also wahrscheinlich kann man wirklich sagen, das kann man so verwenden und es ist auf jeden Fall besser als das, was wir vorher hatten. Ja, auf jeden Fall. Es wäre schön, wenn man da versucht, das noch ein bisschen weiter zu optimieren, aber das ist schon ein guter Fortschritt und ich sage mal so, wir müssen bei der Automatisierung halt mit ein paar 90% sehr guten Ergebnis einfach zufrieden sein. Die 100% setzen dann Handarbeit voraus. Gibt es denn manche Gebäude, die jetzt besondere Probleme verursachen zum Beispiel? Wir hatten ja das Beispiel von der Kirche, da hat es ja sehr gut funktioniert mit der Vereinfachung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwelche Gebäudeformen gibt, die vielleicht besonders problematisch sind. Also ich habe es gemerkt, wenn so irgendwo Rundungen drin sind, so ein Halbrund, das kann sehr, sehr, sehr schwierig werden für die Funktion. Oder wenn es so treppenartige Strukturen gibt, das kann auch zu Problemen führen. Das ist das, was ich jetzt erkannt habe. Aber gut, dann kann man den Architekten was sagen, was sie nicht bauen dürfen, weil sie damit nicht arbeiten können. Genau. Super, dann keine Fragen mehr aufgetaucht. Dann nochmal vielen Dank für den Vortrag und auch an alle viel Spaß beim Experimentieren. Würde mich freuen, wenn einige Leute das auch aufnehmen und damit selber mal rumspielen und vielleicht nächstes Jahr zeigen, was sie da aus den Ideen noch gemacht haben.